So, guten Morgen, Freunde. Heute ist es soweit. Erster Vortrag vor über 1000 Leuten. Ich freue mich drauf hier in Darmstadt. Wir sehen uns auf der Bühne. So, wir sind jetzt hier auf dem Kongress. Das ist das tolle Gebäude. Und jetzt geht's gleich rein. Ich bin schon ganz aufgeregt, freue mich auf meinen Vortrag. Und jetzt zeigen wir euch mal so ein bisschen behind the scenes, was hier so los ist, welche Leute hier so unterwegs sind. Und ja, wir laufen einfach mal durchs Event. Moin, wie geht's? Sehr gut. Wann bist du dran? 14:45. Ich bin dabei. Bist dabei. Seid ihr auch dabei? Logisch. Perfekt. Jetzt kommt mal mit. Gehen wir mal rein. So, jetzt habe ich auch hier ein paar junge immobilienaffine Leute getroffen, alle drei unter 30. Jetzt fragen wir einfach mal, was bei denen so geht. So, wer bist du? Hi, ich bin der Arthur. Ich mache Fix und Flip. Hab dies Jahr 6 Wohnungen schon verkauft. Noch 16 im Bestand, die auch zum Verkauf sind. Und beschäftige mich jetzt so 3 Jahre mit Immobilien. Ja, okay, auf jeden Fall. Schon ein beträchtliches Volumen, was du da bewegst. Auf jeden Fall nice. Und hast du einen Kanal, den wir verlinken sollen? Instagram? Nur Instagram. Wo bist du? Staudi. Ich komme aus Koblenz. Und das ist auch mein Hauptgebiet, wo ich Fix und Flip mache und jetzt auch Ruhrgebiet. Okay, danke schön. Danke. Cool, dass du hier bist. Danke. Was geht bei dir? Hi, mein Lieber. Ja, ich bin der Julian, habe jetzt im Sommer meine Ausbildung abgeschlossen zum Immobilienkaufmann in Starnberg bei München und mache mich jetzt selbstständig. Freue mich auf die Herausforderungen, einfach auf die Arbeit mit den Menschen und Immobilien machen einfach Spaß. Und das Umfeld hier, wie findest du es? Ich bin ganz ehrlich, ich war auf vielen Seminaren in Deutschland und finde hier die Community einfach am stärksten. Man hat wirklich was dahinter bei den Leuten, die erzählen keinen Mist, aber trotzdem sind alle sehr, sehr höflich, sind immer hilfsbereit, man kann quasi jeden alles fragen und das ist was Besonderes, finde ich. Okay, super. Dann, wenn ihr auch dabei sein wollt nächstes Jahr, wir freuen uns auf jeden, der am Start ist. Und wir haben ja auch schon mal ein Video gemacht. Wir kennen uns schon. Was geht ab? Ich bin lieber. Hi. Und was treibst du hier so? Außer der Host vom Stammtisch. Mit Host, oder? Nicht dabei, also, aber trotzdem als Experte hier dieses Jahr. Das heißt, man kann Projektreviews bei uns buchen und dann berate ich gerne jeden, der sich mit einem Immobilienthema auseinandersetzen möchte, als Experte. Okay, also kann ich mit einem Objekt direkt zu dir kommen, du sagst mir, hey, geiles Ding, schlechtes Ding? Oder halt nicht. Oder vielleicht gibt es eine Alternative, was man daraus machen kann. Gebe dann Tipps und Tricks für Buy and Hold, Fix und Flip und Makler. Wie waren die Objekte, die mitgebracht wurden? Da war von Buy and Hold, Fix und Flip und aus einem Bestand, ein Exit, alles dabei bislang. Gut oder schlechte Deals? Wir haben versucht, alles zu optimieren, sagen wir es mal so. Okay, alles klar. Dann danke, Jungs. Viel Spaß noch auf dem Event. Danke, gleichfalls. Bis dann. Euch auch. So, Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich stehe jetzt hier mit dem Alexander Raue vom Vermietertagebuch. Servus. Er hat 44 Einheiten gekauft in 3,5 Jahren. Ja, genau. Und jetzt fragen wir ihn mal, wie boosten wir die Einkaufs-Sales? Wie hast du es hinbekommen? Ja, dazu muss man sagen, ich habe im Dezember 2015 angefangen, mich mit Immobilien zu beschäftigen. Bin damals in die Schweiz gegangen, habe da sehr viel Geld verdient und wenig Steuern bezahlt. Also die Schweiz ist wirklich ein Investment-Tool, wenn man das so sehen will, weil man einfach ein großes Einkommen generiert und auch eine super Bonität hat. Und am Anfang habe ich mein Geld alles ausgegeben, teures Auto gekauft, viel gereist. Und irgendwann kam ich auf den Gedanken, ey, du musst immer was Sinnvolles für Porsche hast Geld du gekauft, oder? Genau. Aber das ist ja auch eine Wertanlage. Ja, das sehen die Banken nicht so. Vor allen Dingen ist ja mein Alltagsauto und demzufolge fährst du viele Kilometer drauf. Yeah. Also dachte ich, irgendwann muss man was anderes machen. Bin aufs Thema Immobilien gekommen. Dann habe ich geschaut, okay, es gibt ja viele YouTube-Kanäle, viele Blogs und auch Bücher, wo drin steht, wie kannst du halt eine Immobilie kaufen. Aber es gibt sehr wenig, wo die sagen, wie kannst du viele, schnell viele Immobilien kaufen, weil das war ja mein Ziel. Weil mein Hauptziel ist finanzielle Freiheit, also wirklich das machen zu können, was du willst, wann du willst und wo du willst. Und die Immobilien sind wirklich quasi ein Werkzeug. Ja? Das heißt, ich generiere ja Cashflow über die Immobilien und irgendwann verdiene ich so viel Geld damit, dass ich dann die finanzielle Freiheit erreicht habe. Also habe ich überlegt, wie kannst du halt schnell viele Immobilien kaufen. Was für Renditen haben die im Schnitt? Ja, unterschiedlich. Ich habe damals gesagt, ich kaufe erst ab 7% Rendite, weil ich gesagt habe, 6% Rendite ist das Minimum. Weil bis 6% hast du halt plus minus null, wenn du halt hochfinanzierst 100%. Ich finanziere halt immer zu 100% oder halt mehr. Und wenn du dann halt nur 6% Rendite hast, dann bezahlst du das gerade mal selber. Und wir wollen auch ein bisschen Cashflow haben, wir wollen ein bisschen Sicherheitspuffer haben. Deswegen habe ich damals gesagt, ich kaufe nur ab 7% und mein Portfolio hat jetzt ein Stück von 8,5%. Okay. Ich muss aber dazu sagen, ich war damals ja ortsungebunden. Ich habe gesagt, ich kaufe nicht in der Schweiz, weil aus verschiedenen Gründen nicht. Ich wohne in der Schweiz. Also. Genau, ich wohne in Zürich, sondern ich kaufe in Deutschland. Und dann war ich super, dann
vielen Dank für deine Turbo-Tipps. Ja, deine Social-Media-Kanäle und dein Blog verlinken wir unter dem Video, oder? Genau, wenn ihr mehr Infos zu mir haben wollt, schaut auf vermietertagebuch.com oder ich habe auch einen YouTube-Kanal, Vermietertagebuch. Dort findet ihr mehr Infos zu mir. Da dokumentiere ich mein ganzes Investoren- und Vermieterleben. Ist auch noch alles offen, also ja, cool. Ich zeige auch alle Zahlen, was ich verdiene, wo meine Immobilien sind, wie viel Einnahmen, wie viel Kosten, weil ich extrem wichtig finde, halt Vertrauen aufzubauen und den Leuten das vorzuzeigen und nicht nur von der Theorie halt erzählen, irgendeiner, der mal vor 20 Jahren Immobilien gekauft hat. Nein, die Leute sollen ja sehen, auch jetzt, wie kann man jetzt noch gute Immobilien machen, wo kriegt man die her, was kosten die und wie kann ich auch durchstarten. Alles klar, dann viel Erfolg und viel Spaß noch. Danke. Auf dem Kongress. Ja, auch. Ja, ciao. Ciao. Jetzt haben wir den Host persönlich noch getroffen, den Thomas Gnädel. Cooles Event, Thomas. Ja, danke dir. Cool, dass du dabei bist. Richtig gute Leute bringst du immer mit. Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Was ist dieses Jahr besonders? Wie stellst du es dir noch vor? Wie soll es weitergehen mit der Immobilien-Community? Ja, es ist also unwahrscheinlich. Viele Leute da. Der Drive ist mega. Es wird gerade ein Vortrag gehalten. Das sind zwei Herren, die haben vor einem Jahr sich kennengelernt bei mir auf einer Offensive, auf einem Event. Und die sprechen gerade über den Aufbau, die Skalierung ihrer AG. Ja, das ist der Knaller. Nach einem Jahr? Nach einem Jahr. Die haben nach sechs Monaten haben die ihre AG gegründet. Also so verrückte Leute sind hier unterwegs. Ja, echt super, was du hier aufgebaut hast. Ich freue mich jedes Mal dabei zu sein und freue mich natürlich, wenn ihr auch Bock habt, nächstes Jahr hier euch zu treffen. Danke. Ja, natürlich. Nächstes Jahr sind wir genauso wie wir. Ja. Danke, Thomas. Danke dir. Viel Spaß. Ciao, viel Spaß auch. Zwei Minuten, wie gesagt, eingehalten. Hier der achtstellige Max. Geile Jungs. Und wie gefällt dir der Kongress? Mir gefällt er gut. Ich bin gestern auch schon alles mit dem Longboard abgefahren. Ja? Das ist super, ey. Ja. Ja, ich bin schon auch mit dem Longboard angereist. Heute ich bin heute nur da wegen ihm eigentlich. Echt? Ja. Sonst wollte ich schon abreisen. Ja. Geil. Ja. Für alle, die das Video noch nicht kennen, Science Interview gibt es ein ausführliches. Deswegen verlinke ich es mal hier. Genau. Viel Spaß auf dem Kongress. Ja, viel Erfolg beim Vortrag. Danke, danke. Hau rein. Ich stehe mir bei. Auf jeden Fall, erste Reihe. Perfekt. Jetzt gehen wir mal rein und schauen uns mal die Veranstaltungslocation an. Komm mit. Ich habe gerade einen Vortrag, ganz leise. Als Chance gesehen, hier mit dem zu kommen. Wenn ihr da Interesse habt an der Zusammenarbeit, seid in anderen Bereichen, wollt teilhaben, meldet euch bei uns auf partner.com. So, jetzt sind wir hier drin, wo der Thomas eben gesagt hat, bei der AG. Schauen uns das Ganze mal an. Hier ist der Fachbereich, wo die Vorträge gemanagt werden. Unten die Speakerbühne. Auf jeden Fall ein Riesenraum. Ich freue mich mega auf meinen Vortrag gleich. Und ja, das war's. Oh, da kommt der Dubai-Makler Number One. Yes. Ich will im Burj Khalifa ein Penthouse kaufen. Bin ich da bei dir richtig? Ja, wir nehmen aber nur Cash, ne? Nur Cash? Ja, sorry, mit 110% Finanzierung ist nicht weit. Wie viel? Ja, so knapp 5 Millionen. Okay. dann unterhalten wir uns nicht. Schlimm ist nicht mal der Einkaufspreis, schlimm ist der Unterhalt. Der Burj Khalifa ist sehr, sehr teuer. Okay, weil der Aufzug sehr hoch ist oder warum? Weil die Nebenkosten so hoch sind. Du bezahlst die Fountain-Show davor, du bezahlst die Lasershow, du bezahlst die Lightshow, du bezahlst die Securities, die Concierge, die Leute, die dein Auto parken, die Leute, die die Einkäufe hochbringen. Was kostet eine 100 Quadratmeter Bude im Monat Unterhalt? Unterhalt als Besitzer, also knapp 40.000, 50.000 Euro im Jahr. Für 100 Quadratmeter? Ja. Im Kaufpreis? Aus dem Steger 2 Millionen vielleicht. Okay. Krasse Hausnummer. Ja. Sind wir in Deutschland noch ein bisschen von entfernt. Dankeschön. Sehr gerne. Viel Spaß auf dem Event und wir sehen uns. Dankeschön. Ciao, ciao. Guter ciao. Mann, danke. So, Marci ist jetzt drin und schaut sich im Flick Fix und Flip Vortrag an. Und mal schauen, was gibt's denn hier so bei euch Tolles. Immopreneur Mastery. Was ist das? Thumbs up. Läuft bei uns. Läuft bei euch? Läuft. Läuft gut, ja? Ja, wir sind super zufrieden. Wir haben hier natürlich richtig tolles Netzwerk. Wir haben hier ganz viele, die auch aus der Mastery Family uns hier auf dem Kongress besuchen und das ist immer schön. Ach, der Olli steht ja auch da. Hi Olli. Thomas und Oliver, genau. Hi Thomas. Und es ist immer geil zu sehen, wie sich die Leben verändert haben seit einem Jahr von den Teilnehmern, die jetzt in der Mastery waren. Das ist richtig schön. Alles klar, super. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß noch beim Danke. Kongress und bis Danke zum nächsten für deinen Kongress. Besuch. Ja, gerne. Ciao, macht's gut. Ciao. Ciao.
Die stehen schon bereit und grinsen, weil sie direkt, hi, direkt vorm Nachtischbuffet stehen. Ja, wir haben schon. Na, bester Platz. Naschkatzen. Ja, ja. Aber wir brauchen Energie für deinen Vortrag. Freuen wir schon sehr drauf. Das ist mega. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Manche sagen einfach, Leute, let's go und kaufen. Und ihr sagt, zuerst denken, dann investieren. Erst denken, dann investieren, jawohl. Okay. Und das ist unser Motto. Guckt es euch einfach gerne mal an, wenn es euch interessiert. Immobilien sind die beste Anlage, davon sind wir überzeugt. Ja. Und macht es auch selbst. Das ist immer ganz wichtig. Wenn man sich was sagen lässt von Leuten, die es selbst nicht machen, dann ist es nichts wert. Deswegen, ja. Aber der Austausch unter Profis macht immer wieder Spaß. Ja. Und freue ich mich schon wirklich auf den Vortrag und mach es richtig gut. Alles klar, super. Wir sehen uns. Lasst euch gut gehen. Ciao. Ciao. Das hat echt super, super funktioniert. Im Juni 2016 der erste Kontakt mit Immobilien. Da haben wir dann eine erste Eigentumswohnung angekauft. Die hatte ich persönlich auf dem Tisch. So Freunde, vor lauter Trubel habe ich es verpeilt, jetzt noch ein Recap-Video zu machen. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Und kurzes Feedback zum Tag und zu gestern. War echt ein cooles Event, hat mich gefreut, hier so mal vor 1300 Leuten zu sprechen, war auf jeden Fall ein bisschen out of the box für mich. Habe ich noch nie gemacht. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, doch, war cool. Feedback war auch gut. Habe nichts Negatives gehört bis jetzt, von dem her denke ich, dass es den Zuschauern gefallen hat. Und ja, ich freue mich auf jede weitere Chance, würde gerne sowas öfters machen. Und lerne aus den Erfahrungen. Und bin todmüde und gehe jetzt direkt ins Bett. Gute Nacht und an alle, die nicht dabei waren beim Immopreneur-Kongress. Vielleicht seid ihr ja nächstes Jahr dabei und dann sehen wir uns bestimmt. Schönen Sunday Evening und Good Night. So, Recap zum Immopreneur-Kongress. Und alle, die da waren, euch zeige ich jetzt, was genau jetzt aus dem Bild geworden ist, was ich gepostet habe live auf der Bühne, wo ihr auch so fleißig, jetzt klingt es Servus. Ich filme gerade ein Video und du hast angerufen. Bis gleich, ciao. An alle, die da waren, euch möchte ich jetzt noch die Insights zeigen zu dem Post, den ich da live gepostet habe auf der Bühne. Es gab ein Experiment, für die jetzt die nicht da waren. Und zwar haben wir getestet, was passiert, wenn jetzt innerhalb von 10 Minuten 1000 Leute ein Bild teilen. Weil mein krassestes Bild bisher ist das hier. Das hat 33.000 Likes und 4.300 Leute haben dadurch abonniert. Es wurde 1.300 Mal geteilt. Der Plan meines Vorhabens war, im Saal saßen 1.300 Menschen. Ich habe alle gebeten mitzumachen, zu teilen, sodass wir die 1.300 Shares innerhalb der ersten 10-20 Minuten des Posts hinbekommen. Ich sage schon mal von Anfang an, das Problem war, es haben nur 100 mitgemacht. Ich habe die Hand heben lassen, also nochmal ein paar Infos an alle die jetzt das Video nur sehen, die nicht am Immopreneur-Kongress da waren. Ich habe die Hand heben lassen an alle, die Instagram haben. Es waren ca. 40% im Raum, die Instagram hatten, also sind ca. 500, 600 Leute. Und davon hat jeder fünfte etwa mitgemacht. Also 100 haben wir Teilnehmer gehabt. Das heißt, das Experiment hat nicht so ganz funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, aber trotzdem zeige ich euch jetzt die Einblicke. Absolut hat dieses Bild jetzt gerade mal 350 Teilungen, also 130 etwa waren aus dem Raum. Das heißt, 220 kamen noch irgendwie von extern dazu, von Leuten, die einfach das Bild regulär geteilt haben. Ich packe hier einen Screenshot mal rein, dann seht ihr es im Vollbild. Ja, das Ding ist ganz okay gelaufen, sage ich jetzt mal, aber natürlich war es keine übertriebene Rasur. War okay, aber nicht ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe versprochen, hier meine Rückmeldung zu geben. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, dass ich die Chance irgendwann nochmal bekomme, so viele Leute zu erreichen, persönlich, um quasi das Experiment durchzuführen, weil mich würde es echt interessieren, was passiert, wenn wir die 1000 Shares innerhalb von einer Stunde durchziehen. Das wäre echt so ein Ding, wo ich sage, hey,
Wenn man das duplizieren kann und richtig regelmäßig virale Posts generieren kann, das wäre schon geil. Daher trotzdem allen, die mitgemacht haben, vielen Dank und vielen Dank fürs Anschauen von diesem Video. Wenn du beim Kongress warst, dann freue ich mich über eine kurze Mitteilung in den Kommentaren, wie es dir gefallen hat, weil es war ja wie gesagt mein erster Vortrag vor so vielen Menschen. Bitte schreib mir doch einfach ein kurzes Kommentar, wie es dir gefallen hat, positive Dinge sowohl als auch negative Dinge, denn ich möchte mich natürlich stetig verbessern und dazulernen, deswegen freue ich mich auch über die negativen Dinge, denn nur so wächst man. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos, wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch und ciao, peace out.